Die Lisa. Ich bin jetzt 26, werde im April 27 und mein Bezug zur Natur ist einfach durch die Arbeit mit den Pferden, die ich habe. Ich gehe viel ins Gelände reiten, deswegen habe ich da sehr starken Bezug zur Natur und deswegen bin ich sehr, 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 sehr gerne draußen, also auch mal bei schlechtem Wetter. Das hat nämlich auch alles seine Vorzüge. Ich selber würde mich als sehr, ja, sehr fröhlich, offen und ja, naturverbunden einfach beschreiben. Zum Bogensport bin ich dadurch gekommen, dass wir direkt in Hirschau, also da wo ich wohne, einen sehr großen Parcours haben und das schon immer mal ausprobieren wollten. Und dann haben wir uns mal einfach dazu entschieden, das einfach mal zu machen. Und ja, es hat uns sofort mega viel Spaß gemacht. Und ja, einen Kurs an sich oder sowas habe ich nicht gemacht. Wir haben uns das so gegenseitig ein bisschen. Mein Freund, der ist da recht begabt bei sowas. Der war auch früher im Schützenverein und hatte da eigentlich echt gute Tipps. Und deswegen haben wir das so ein bisschen so learning by doing uns beigebracht. Und ja, für mich ist der Sport einfach Ruhe zu finden, sich zu konzentrieren. Auch gern alleine, also ist auch was, was man ganz toll alleine machen kann, kann man aber auch zu zweit machen, also es macht einfach Spaß, man merkt schnell einen Fortschritt und ja, ich genieße es einfach, dann in Ruhe bei mir zu sein und einfach nur das und einfach nur Bogen zu schießen. Ich habe jetzt den Slickstick, der ist für mich super, weil er total leicht ist, lässt sich super schön schießen, ist schön filigran, finde ich, passt sehr gut zu mir und macht auch einfach echt Spaß. Und genau, zu denen bin ich durch den Händler, bei dem wir waren, gekommen. Wir haben mehrere ausprobiert und genau, bei dem bin ich dann einfach hängen geblieben und der, ja, gefällt mir immer noch super gut. Bogensport würde ich Leuten empfehlen, die einfach mal so eine kleine Auszeit brauchen vom stressigen Alltag, die viel gestresst sind, die viel denken müssen in der Arbeit oder wo auch immer und einfach mal Bogenschießen auszuprobieren, weil es einen beruhigt, weil man sich konzentriert, weil man zurückfindet zu sich selbst irgendwie, weil man auf jede Kleinigkeit irgendwie achtet. In so einen Parcours zu gehen, einfach draußen zu sein, die Natur zu genießen, aber trotzdem was Aktives zu machen. Also gut, Bogenschießen kann man in Hirschau gehen. ist wirklich ein super Parcours. Also mein Fehler am Anfang war einfach, es zu schnell zu viel zu wollen und gleich super zu treffen und alles perfekt zu machen, aber das ist wie mit allem, man lernt dazu, man macht Fehler, man lernt aus den Fehlern und das einfach ruhig anzugehen, es war jetzt, glaube ich, oder denke ich mir so im Nachhinein, hätte ich es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen können. Und ja, Einsteigern würde ich einfach empfehlen, sich darauf einzulassen, wie gesagt, nicht zu viel von sich selber zu fordern, sich Zeit zu geben, sich ja, auf sich zu hören, das zu beobachten, was man, wenn man mal nicht so gut trifft, was habe ich jetzt da gemacht, was ich vorher vielleicht anders gemacht habe, das einfach ein bisschen wahrzunehmen und dann kann man sich Stück für Stück immer verbessern und es ist ja auch super, wenn man dann merkt, es wird immer besser, man trifft besser und dann stärkt einen das auch einfach, finde ich super gut.